Und Der Big Tasty Kritiker ist zurück. Ich weiß es nicht, aber ich. Ist das jetzt eine Kooperation mit McDonald's? Yo Leute, Double Peace, hier ist wieder Tanzobot und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Dies ist ein Video, welches jedenfalls aus McDonald's Sicht für mich als Review-Tester ein sehr wichtiges Video ist. Und zwar geht es heute um einen ganz besonderen Burger, den vielleicht auch viele schon ein Begriff ist, ohne dass sie ihn jemals gegessen haben. Und zwar geht es um den Big Tasty. Bevor ich dieses Produkt teste, möchte ich einmal ganz kurz ein Vorwort zu dem Big Tasty Kritiker verlieren. Falls du noch im Internet unterwegs bist, ich würde mich liebend gerne mal mit dir treffen. Real Talk, ist mir scheißegal, ob du irgendwo in Österreich, ob du irgendwo in Polen oder ob du irgendwo in der Schweiz wohnst. Du hast meine Kindheit frühzeitig geprägt, damit mich mit Burgern auseinanderzusetzen. Das muss ich einfach mal sagen. Du wurdest zwar verspottet und ausgelacht, aber die Leute haben alle nicht gesehen, mit was für Emotionen, mit was für ein Wissen du hinter deinen Reden steckst. Und ich habe es gemerkt. Ich habe es gespürt, als du diesen Burger ausgepackt hast, als du ihn bewertest hast, zwar nur 15 Sekunden. Ich habe gespürt, dass du da mit Emotionen und mit wirklichem Wissen hintersteckst. Und ich will einfach... Leider gibt es auch einige Gerüchte, dass er leider verstorben ist, weil er, ich weiß nicht mehr, es gab auf jeden Fall viele Gerüchte, dass der Big Tasty Kritiker verstorben ist. Ich hoffe es nicht. Wenn du noch existierst oder wenn Freunde von ihm existieren, die ihn kontaktieren können, kontaktiert ihn bitte, dass er sich bitte bei mir melden soll, weil ich habe echt Bock darauf, mal ihn irgendwie zu treffen, weil das einfach wirklich ein Teil meiner Kindheit ist und er ist auch einfach eine absolute YouTube-Legende. So, jetzt... Nicht zuletzt. Also ich kenne den Typen nicht. Also doch schon zuletzt testen wir den Big Tasty Bacon. Verpackung ganz gewöhnlich, ist nichts Besonderes, außer dass der Big Tasty Bacon draufsteht. Der Big Tasty Bacon hat 885 Kilokalorien? Alter! Scheiße, Alter. Und Fett. So, machen wir die Verpackung einfach mal auf. Die geht wunderbar leicht auf. Da muss man sich einfach mal denken, von, also zwei solche Dinger, sind ungefähr der Tagesbedarf eines Menschen. Ist schon krass. Also natürlich kommt es drauf an, wie groß er ist, wie viel Gewicht er hat, aber wie gesagt, ungefähr. Der Geruch, muss ich sagen, der spricht jetzt gar nicht so dafür. So sieht der Ganze jetzt aus. Also ist wirklich, hat auf jeden Fall schon eine mächtige Größe für einen Burger, muss man auf jeden Fall mal sagen. Und die Verpackung ist auch gegenüber. Ich habe mir jetzt hier noch einen Signature geholt, den ich mir eigentlich auch hinterholen wollte, weil ich dachte, der Big Tasty ist klein. Der Signature Burger ist dagegen kleiner, deutlich. Also ein bisschen auf jeden Fall. Das sieht man hier ganz gut. Der geht ein bisschen weiter in die Breite. Halleluja, Alter. Was habe ich mir hier reingebrochen? Warum habe ich mir jetzt hier zwei Burger geholt? Das sind ja 1800 Kalorien, die ich mir jetzt hier hinterhaue. Egal. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Ich sehe tatsächlich keinen Käse. Das ist eine Veränderung. Deswegen heißt er wahrscheinlich auch Big Tasty Bacon. Ich habe extra vorne gesagt, ich möchte einen Big Tasty. Aber scheinbar gibt es den normalen mit Käse nicht mehr. Deswegen heißt er auch einfach Bacon. Naja. Ich werde das Ganze mal auspacken. Der wurde jetzt nicht sonderlich ordentlich zusammengesetzt. Das ein oder andere Salatblatt fällt hier schon raus. So sieht das Ganze jetzt aus. Eine schöne, wunderschöne Patty-Scheibe Fleisch, dann ist da ganz viel Salat drauf und irgendeine komische Soße und natürlich nicht zuletzt auch sehr marginal versehen der Bacon. Also wie viel Bacon haben wir jetzt hier drauf? Ist deren Ernst? Okay, ich sehe drei Scheiben Bacon, naja. Ich habe jetzt nur eins gesehen, aber wenn er drei sieht, ja okay. Ich wollte nur sagen... Das, was er gerade in der Hand hat, ist der Traum eines jeden Veganers. Kappa. Aber die Chips, ich habe extra nachgeguckt, die sind tatsächlich vegan. Lol. Ich muss erwarten, ist ja auch egal. Wir werden. Ich lebe ja nicht mehr vegan oder so. Mir ist das egal. Also. Jetzt einfach mal in dieses Ding reinbeißen. Also ihr seht schon, das ist hier auf jeden Fall ein ganz schönes Hin und Her. Also man kann ihn wirklich schwer halten, ohne was fallen zu lassen. Also im Auto würde ich den euch auf jeden Fall schon mal nicht empfehlen. Wenn ihr so Sauberkeitsfanatiker oder sowas seid, da ist zum Beispiel der Signature, ja, der ist auch schwierig zu essen, aber den kann man besser handeln. Und auch ein McRib kann man besser handeln, wenn man genug Tücher dabei hat. Übrigens, zu den Tüchern will ich nochmal was sagen. McDonald's-Mitarbeiter, wenn ihr wissen wollt,
wie ihr Geld sparen könnt in eurem Franchise-Unternehmen, dann hört auf, euren Kunden so verdammt viele Servietten zu geben. Das ist von dreimal. Junge, ich hab wirklich fast so einen ganzen Ständer Servietten bei drei Bestellungen bekommen. Teilweise habe ich ja einen Cheeseburger bestellt und einen, weiß ich nicht mehr, ein Big irgendwas Arschficken, keine Ahnung. Und da habe ich so einen Batzen Tücher für bekommen. Ich denke mir, ist euer Ernst, Alter? Sehe ich wirklich so verdreckt aus, dass ich 80 Tücher brauche? Ich meine mal, zu meinem Wohl, mir ist das egal. Wisst ihr, ich sammle die Dinger und dann benutze ich die für private Zwecke, wenn ich mal im Auto unterwegs bin. Naja. Gehe ich euch mal nicht weiter auf den Sack mit meinen sexuellen Fantasien, Lul. Also ganz wichtig, auf jeden Fall beim Verzehren des Burgers, auf jeden Fall die Verpackung da unter behalten, weil sonst könnt ihr die Hose auf jeden Fall wegschmeißen. Ich muss dazu sagen auch, ich habe Angst, dass ich die Hose wieder extrem dreckig mache, weil ich sie erst frisch gewaschen habe. Das war übrigens die Hose, die ich beim letzten Mal auch frisch gewaschen habe und dann nach einem Tag schon versaut habe. So, jetzt beißen wir mal rein in den Schinken hier. Keine Ahnung. Da ist ein bisschen Dressing drauf, Salat, Burgerboulette, Bacon, ich glaube Tomaten, Gurken. Keine Ahnung, irgendwie spricht mich das jetzt nicht an. Irgendwie fehlt mir tatsächlich der Käse. Sehr, sehr merkwürdige Soße. Habe ich noch nie gehabt auf einem Burger, die Soße. Macht insgesamt einen sehr... Ja, okay, ich habe Dressing gesagt. Nee, ich meine Burgersoße. Also kann man essen? Der Burger? Also die Soße ist irgendwie gewöhnungsbedürftig. Warte mal. Das ist doch keine richtige Soße mehr. Die stand da mindestens schon 20 Minuten. Da er danach so gelacht hat, hoffe ich einfach mal, dass das ein Scherz war. Instant Karma. Ich weiß nicht warum, aber wenn andere trinken, kriege ich irgendwie auch Durst. Was muss ich sagen? Was positiv an diesem Burger ist, er sieht von außen nicht so aus, aber durch die Soße und durch die Zusammensetzung der einzelnen Produkte, die hier drauf verwendet wurden, habe ich wirklich das Gefühl, einen anderen Burger zu essen. Es gibt ja viele Burger, die sehen gleich aus wie auch der. Der sieht jetzt nicht besonders aus, aber der hat tatsächlich durch die Soße, die da drauf ist, einen anderen Geschmack als andere Burger. Das muss ich Ihnen schon zugute heißen, weil es gibt genug Burger, die zwar einen anderen Namen tragen, aber im Endeffekt nicht anders schmecken als andere Burger. Und der hier, muss ich sagen, hat wenigstens einen eigenen Geschmack. Ich muss sagen, er ist essbar. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass dafür eine Fanbase existiert. Aber für meinen Geschmack muss ich sagen, dass es kein Burger ist, den ich mir jetzt nochmal hole, weil ich richtig geil Hunger darauf habe. Also natürlich aus Hunger würde ich den essen, weil der schmeckt nicht schlecht. Ich beiß hier auch nochmal rein. Aber wenn ich zum McDonald's gehe, dann würde ich mir lieber ein Signature oder ein McRib oder Double Cheeseburger oder sowas holen. Dankeschön, Andi, dass du mich hier alle anschreibst, währenddessen ich mein Video aufnehme. Sehr interessant auf jeden Fall, dass er wirklich seinen eigenen Geschmack hat. Das finde ich bemerkenswert. Ich werde den jetzt mal zur Seite legen. Und ja, das war mir auf jeden Fall eine unglaubliche Ehre, diesen Burger testen zu können, weil, wie gesagt, also ich verarsche den Big Tasty-Kritiker hier auch nicht. Das haben genug andere gemacht, weil er ein bisschen dicker ist, weil er einen Burger bewertet. Haben sie ja bei mir auch gemacht. Mein allerhöchsten Respekt, dass du zu dieser Zeit damals sowas schon gemacht hast. Ich weiß nicht, wer das hochgeladen hat. Aber bitte, wenn du noch existierst irgendwie oder dieses Video siehst, melde dich bei mir. Ich habe irgendwie, ich will dich unbedingt einmal treffen. Ich feiere das über. Alles klar, ein bisschen Nostalgie muss sein. Fazit zu dem Burger. 885 Kilokalorien für den ganzen Burger. Die Soße macht's aus. Da ist nämlich mächtig Soße raufgehauen, dass dadurch ein eigener Geschmack entsteht. Kann man essen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. So sollte man ausprobiert haben, auf den Geschmack. Bei einiger Leute wird es bestimmt kommen. Aber mir persönlich hat es jetzt nicht so geschmeckt, dass ich sagen würde, das ist jetzt mein absoluter Favorite Burger von McDonald's. Da bleibe ich lieber bei meinem Signature oder bei meinem McRib. Und ja, das war's gewesen, Leute. Dankeschön, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Wie gesagt, er macht richtig gute McDonald's-Werbung. Also, das scheint jetzt zwar keine Werbung zu sein, aber an sich habe ich Bock auf Burger gekriegt.
Wenn ihr mehr von dieser Meinung sehen wollt oder wie ich auf etwas reagiere, wie ich zum Beispiel auf Tanzverbot oder auf DSDS oder auf was weiß ich auch immer reagiere, abonniert mich gerne. Cringe und ciao.